Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 27. Oktober. Während der Corona-Pandemie konnten die Apotheken von einigen Sonderregelungen und Lockerungen profitieren. Einige davon, wie zum Beispiel die Bodendienstpauschale, werden fortgeschrieben. Beim Entlassmanagement ändern sich dagegen die Regelungen mit Ende der epidemischen Lage. Entlassrezepte dürfen dann wieder nur noch innerhalb von 3 Werktagen beliefert werden. Aktuell sind es ausnahmsweise 6 Tage. In Italien besteht eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe, also auch für Apothekerinnen und Apotheker. Die Gesundheitsämter ahnten nun Verstöße. Allein in Südtirol wurden 20 Apothekerinnen und Apotheker suspendiert. Die gesetzliche Sonderlage wegen der Corona-Pandemie soll nach Plänen einer möglichen Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zum 25. November enden. Stattdessen soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden für eine Übergangszeit bis zum 20. März. Auf deren Grundlage können die Länder weiterhin Maßnahmen ergreifen, beispielsweise eine Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen. Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ausgesprochen. Hierzulande rechnet der Apothekerverband Nordrhein damit, dass die Ständige Impfkommission eine solche Empfehlung nur für Kinder mit Vorerkrankungen aussprechen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.